Salzwasserkrokodil bei Seven vs. Wild und was hat es mit diesen Haiköpfen hier auf sich? Mehr dazu in diesem Video. Mangrovengebiet, ja, das könnten überall hier Krokodile sein. Deswegen einfach nicht hinfetzen, sondern erstmal einen Stein reinschmeißen und schauen, ob er was rausbeißt. 100%. Okay. Man sieht nur den obersten Teil. Ne? Man sieht die Augen und man sieht die Schnauze ganz leicht dort. Das, ich glaube, auf der Kamera ist ein bisschen erkennbar. Man sieht die Schnauze und man sieht die Augen. Charakteristisch für ein Krokodil. Das ist ein fucking Krokodil. Es ist so krass. Da schwimmt's. Was? Ich hab'n. Krass. Okay, das geht ja mal gar nicht. Ich kenne den Hai nicht. Den hier auch nicht. Das sieht aus wie so ein. Wie heißen die Breiten? Neben dem ganzen Müll auch noch das. Ja, ihr Lieben, es ist schon wieder soweit. Ein neues Video steht an und dieses Mal geht es um die aktuelle Staffel von Seven vs. Wild, die ja in Panama spielt. Und ihr hattet es jetzt schon gehört, Salzwasserkrokodil, Krokodil, Salzwasserkrokodil. Was hat das damit auf sich? Und ich löse dieses Clickbait gleich mal auf und kann schon mal sagen, Salzwasserkrokodile eher schwierig in Kanada. Also die gibt es nicht, aber es gibt Krokodile. Warum ist der Begriff Salzwasserkrokodil aber schwierig? Da dieses Krokodil tatsächlich oder dieser Begriff eine eigene Art beschreibt, und zwar Crocodilus porosus. Und dieses Krokodil, das Salzwasserkrokodil oder auf Deutsch auch Leistenkrokodil, lebt in Australien, Nordaustralien, in Indonesien und eben auch in Südostasien bis Indien und lebt auch, ja, kann sehr große Strecken eben auch im Salzwasser zurücklegen, also hat er entsprechend auch ein sehr, sehr großes Verbreitungsgebiet, zählt zu den größten Krokodilen und auch den gefährlichsten. Einige kennen es vielleicht aus ihrem obligatorischen Australien-Aufenthalt oder auch von Crocodile Dundee. Ja, und warum nennen sie das Krokodil oder dieses Krokodil immer so? Also ich kann schon mal sagen, es handelt sich tatsächlich um ein Krokodil, was sogar zu den echten Krokodilen gehört. Also es ist kein Kaiman, kein Alligator, wir kommen darauf aber noch. Und warum nennen sie es so? Sehr wahrscheinlich, weil dieses Krokodil ebenfalls auch im Salzwasser leben kann, auch sehr resistent gegen Salzwasser ist und auch dort weite Strecken auch zurücklegen kann. Eben auch zu solchen Inseln wie Isla San Jose, was wir ja schon auch im Behind-the-Scenes-Video gesehen haben. Dort leben tatsächlich auch Krokodile in den Mangroven. Ja, aber um welches Krokodil handelt es sich denn? Naja, das erzähle ich jetzt natürlich noch nicht, sondern am Ende des Videos. Es fängt mit Spitz an, aber erst einmal wollen wir ein bisschen in die Systematik der Krokodile einsteigen und uns auch angucken, welche Krokodile und andere große Echsen gibt es eigentlich in Panama. Ja, und wie viele Krokodile gibt es überhaupt auf der Welt und was ist der Unterschied zwischen Alligatoren und Krokodilen? Nun, tatsächlich kann man sagen, auch alle Alligatoren sind Krokodile, denn alle Alligatoren und Krokodile werden zusammengefasst in der Ordnung Krokodile. Und diese Ordnung umfasst insgesamt 27 Arten, die sich auf drei Familien aufspalten. Da haben wir zum einen die echten Krokodile, die Alligatoren und die Gaviale. Und zu den Krokodilen zählen dann 17 Arten, die quer über den Erdball verteilt sind, also sowohl in Nordamerika als auch in Südamerika, in Afrika, in Asien und eben auch in Australien gibt es Krokodile. Zu denen gehören auch die größten Krokodile, die Nilkrokodile und die Leistenkrokodile. Die entsprechend tatsächlich auch sehr, sehr große Beute greifen. In diesem Fall auch größere Landsäugetiere, Kängurus, Büffel, Antilopen, also alles, was in dieses Maul hineinpasst. Dann haben wir bei den Gavialen zwei Arten. Das ist der echte und der falsche Gavial. Die, das sieht man ja auch schon ganz gut, sind tatsächlich deutlich mehr an ihr Fressverhalten angepasst. Sie haben ein sehr langes, dünnes Maul, was sie vor allem für den Fischfang nutzen. Die echten Gaviale leben in einem sehr zerstückelten Lebensraum, vor allem Indien und Nepal. Da gibt es noch Gaviale zum Beispiel im Chitwan National Park in Nepal, wo noch eine relativ vitale Population vorhanden ist und man sie auch recht gut beobachten kann. Ja, und interessant ist natürlich bei den Alligatoren, dass wir dann nochmal zwei Unterfamilien haben und diese Unterfamilien gliedern sich eben auf in die Alligatoren und die Kaimane.
Ja, und bei den Alligatoren ist es natürlich nochmal sehr, sehr spannend. Da haben wir zum einen den amerikanischen Alligator, den die allermeisten ja auch mit Alligatoren in Verbindung bringen. Und dieser Alligator lebt vor allem natürlich in den Sümpfen und im Hinterland von Florida und den Südstaaten. Und dann haben wir aber auf dem gleichen Breitengrad auf der anderen Seite der Welt ebenfalls noch einen Alligator, den chinesischen Alligator. Und dieser Alligator ist deutlich kleiner nochmal, aber auch sehr, sehr hübsch. Und lebt in einer sehr, sehr kleinen Population, entsprechend in China. Ja, und wie kann man dann Alligatoren und Krokodile unterscheiden? Das ist gar nicht so schwer. Sie kommen auch in ganz wenigen Gebieten gemeinsam vor. Also bei den Kaimanen und Krokodilen schon eher. Aber da ist der Größenfaktor dann doch sehr deutlich bei erwachsenen Tieren. Und es ist letztlich so, dass die Krokodile vor allem auch in Amerika ja einfach sehr länglich sind in ihrem Erscheinungsbild, Alligatoren deutlich gedrungener und kompakter. Wenn man dann das Vergnügen hat, sie von Nahen zu sehen, fällt einem dann auf, dass die Alligatoren ja schon fast lächeln, aber alle, also die Zähne des Oberkiefers nur hervorstechen und die des Unterkiefers, ja nicht alle, aber einige, in kleine Taschen quasi einfallen, wenn sie das Maul schließen. Und so sieht es dann etwas freundlicher aus als beim Krokodil, wo alle Zähne eigentlich hervorstechen. Und ja, das sieht auch insgesamt nicht so, ja, nicht so nett und verführerisch aus. Und es gibt eben 6 Kaimanarten, von denen alle tatsächlich in Amerika vorkommen. Die allermeisten eben in Südamerika und Mittelamerika. Und es gibt eben auch 4 Krokodilarten, also der echten Krokodile. Das hat mich lange Zeit, oder das wusste ich lange Zeit gar nicht und hat mich dann sehr überrascht, als ich das mal herausgefunden habe, weil ich Amerika immer nur mit Alligatoren und Kaimanen in Verbindung gesetzt habe. Aber es gibt eben auch echte Krokodile. Und die 4 Arten sind letztlich das Spitzkrokodil, das Orinoco-Krokodil, das Kuba-Krokodil und das Mole-Krokodil. Und es gibt nur eine einzige Art, die wirklich auch ein großes Verbreitungsgebiet hat, und das ist das Spitzkrokodil. Und das ist auch, um das aufzuklären, das Krokodil, was in dem Behind-the-Scenes-Material gesehen wurde und auch das einzige Krokodil der echten Krokodile, das auch in Panama vorkommt. Und bei den anderen Krokodilen, um das noch kurz abzuhaken, ist es tatsächlich so, dass die Bestände leider sehr, sehr gering sind. Das Orinoco-Krokodil lebt wirklich nur im Orinoco-Tal in Südamerika und es gibt ja wahrscheinlich unter 100 freilebende Individuen. Das Kuba-Krokodil lebt tatsächlich nur in 2 Sumpfgebieten, eben auf der Hauptinsel von Kuba und einer Nebeninsel. Ja, und beim Mole-Krokodil oder auch Beulen-Krokodil genannt, das lebt eben in Yucatan und dann in Guatemala und Belize in dieser Region. Ja, aber wir beschäftigen uns jetzt vor allem mal mit dem Spitzkrokodil. Das hat tatsächlich ein sehr großes Verbreitungsgebiet. Es kommt tatsächlich auch immer noch in Florida vor. Früher war es natürlich in den ganzen Südstaaten verbreitet. Das ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Aber es lebt eben noch in den Sümpfen von Florida. Ja, und von dem Spitzkrokodil haben wir tatsächlich nur wohl eine Population um die 5000. Wobei man auch sagen muss, dieser Zensus ist in den 90ern entstanden. Und vor allem in den USA, in Florida, hat man wohl festgestellt, dass die Population sich wahrscheinlich sogar verdoppelt hat. Also die Schutzmaßnahmen haben einen entsprechenden Effekt gehabt. Aber so oder so, wenn wir jetzt mal trotzdem noch von den 5000 ausgehen, wir haben ein Verbreitungsgebiet, das zieht sich eben von Florida über den karibischen Inseln bis eben nach Zentralamerika und sogar Peru und Ecuador. Und da sind 5000 oder sogar 10.000 vielleicht, wenn wir jetzt mal sehr, sehr optimistisch sein würden, natürlich unglaublich wenig. Zum Vergleich, wir haben 1 Million Alligatoren in einem viel, viel kleineren Gebiet in den USA und den Südstaaten. Ja, und wie sieht dieses Spitzkrokodil aus? An sich relativ unspezifisch. Was vor allem auffällt, ist, dass es eben eine olivene Farbe hat im Zweifel, aber ja, es will sich natürlich tarnen in diesem Brackwasser, also hat eben auch eher so eine bräunliche Farbe und ja, kann man dann tatsächlich eben eigentlich nicht mit anderen Krokodilen verwechseln. Es gibt wenig Überschneidung bei den Kuba-Krokodilen oder bei den Mole-Krokodilen, wo sie quasi im selben Gebiet vorkommen, aber das ist so selten, dass das eigentlich keine große Rolle spielt. Ja, und was macht dieses Krokodil eigentlich aus? Crocodilus acutus heißt es ja. Dann kann man auch tatsächlich kein
Verwechslungsfehler machen. Also da sind lateinische Namen vor allem auch so international eigentlich immer ganz hilfreich, weil ja, auf Englisch heißt es American Crocodile. Und wie gesagt, es gibt auch vier amerikanische Krokodile, auch da eher so ein irreführender Name. Also wenn man ganz auf der sicheren Seite sein will, nehmen wir den lateinischen Namen. Es ist tatsächlich auch ein relativ großes Krokodil. Es kann eben bis 6 Meter lang werden, wobei das eben die sehr, sehr großen Krokodile sind. Wiegt dann im Zweifel auch mal 900 Kilo, aber im Durchschnitt ist es eher deutlich kleiner, eben 4 Meter lang. Auch hier ist es so wie bei den allermeisten Krokodilen, dass die Männchen größer sind als die Weibchen. Im Gegensatz zu ähnlich großen Krokodilen, also den allergrößten, eben den Nil- und den Leistenkrokodilen, ist es bei diesen Krokodilen so, dass sie anscheinend deutlich weniger große Säuger angreifen, sondern eben eher Fisch und ja, Kleinsäuger oder eben Vögel fressen. Und bei den allermeisten Krokodilen bis eben auf die Gaviale, die ja nochmal eine eigene Familie haben, ist es so, dass das Maul relativ unspezifisch ist. Das heißt, sie ernähren sich eben von allem, was in dieses Maul eben auch reinpasst. Vom Jagdverhalten ist es auch so wie bei den allermeisten Krokodilen. Das sind letztlich Lauerjäger. Sie sind in den allermeisten Fällen, sie haben eben auch ihren gedrungenen Körper, also das ist ja ihre evolutionäre Strategie. Legen sie sich ins Wasser, machen teilweise einfach das Maul auf und gucken eben, was dort hineinschwimmt. Im Gegensatz eben zu den Kaimanen und Alligatoren ist es bei den Krokodilen so und auch bei diesem, dass es eine sehr hohe Verträglichkeit gegenüber Salz hat, eben Salzwasser. Das bedeutet, es kann eben auch in küstennahen Gewässern leben, was es eben auch tut in den Mangroven. Und das ist eben auch ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Überlebensstrategie der Krokodile und eben auch der Notwendigkeit dieser Habitate, weil sich eben die unterschiedlichen Entwicklungsstadien der Krokodile, also der Hatchlings, der ganz, ganz klein, bis eben zum adulten Riesenmonster, eben auf verschiedene Teile des Ökosystems ausbreiten. Also eben in ganz flachen Uferbereichen, tatsächlich wirklich am Strand und eben auch in Mangrovenwälder und teilweise eben auch im Hinterland. Je nachdem, wie groß die Tiere sind und welchen potenziellen Feinden sie eben auch ausweichen müssen. Auch wie alle Krokodile ist es natürlich so, dass sie ihre Körpertemperatur regulieren müssen. Das bedeutet letztlich, dass sie sich an Land aufwärmen. Sie machen dazu auch ihr Maul auf, um so eine Thermoregulation letztlich einzuleiten, um die geeignete Temperatur zu erreichen. Um sich abzukühlen, gehen sie dann natürlich wieder ins Wasser. Wenn es besonders kalt ist, können sie auch eine Art kurzzeitige Kältestarre unternehmen und ihren ganzen Stoffwechsel nach unten drehen. Allerdings sind sie nicht ganz so anpassungsfähig für kalte Temperaturen wie zum Beispiel Alligatoren. Also sie müssen schon in sehr tropischen Gebieten eben auch einen Lebensraum finden. Interessant ist tatsächlich, dass die Krokodile am Anfang des Winters ihre Paarungszeit haben, also letztlich im November, Dezember. Und dann bringen die Weibchen im Januar, Februar die Eier in eine, am besten eigentlich in Sandstrand, aber eben auch teilweise in Uferbereichen, an Lehm und so weiter Klippen, graben sie dann eben teilweise ein und falls es notwendig ist, packen sie eben noch eine Auflage auf die Eier drauf. Warum machen sie das? Also die Eier brüten dann letztlich in der Sonne für 80 Tage dann eben aus und sie machen das, weil das Geschlecht der Krokodile letztlich auch temperaturabhängig ist. Die haben kein XY-Chromosom wie bei uns. Das Geschlecht wird eben im Ei festgelegt. Und letztlich ist es so, bei warmen Temperaturen entwickeln sich die Eier eben zu Männchen und bei kälteren eben zu Weibchen. Und natürlich wollen die Krokodile nicht eine ganze Brut haben, die nur Weibchen und nur Männchen sind. Deswegen gibt es eben auch in diesem Gelege ein unterschiedliches Temperaturregime. Bei den Eiern kann das eben sehr unterschiedlich sein. Soweit ich es weiß, sind es im Durchschnitt 38 Eier bei den Spitzkrokodilen. Aber es können eben bis 70 Eier sein. Das ist abhängig von der Größe des Weibchens. Ja, und diese Krokodile kommunizieren tatsächlich durchaus auch mit einer ziemlichen Vielfalt an verschiedenen Lauten, was für die echten Krokodile eher seltener der Fall ist. Also ja, im Gegensatz zu Nilkrokodilen oder Leistenkrokodilen, Kaimanen und Alligatoren machen das dagegen wieder relativ häufig. Also da sind sie dann bei denen wieder relativ nah dran.
Ja, und vom Verhalten ist es so bei diesen Krokodilen, dass sie relativ friedfertig sind für so große Krokodile. Es kommt zu relativ wenig Angriffen. In Florida gab es, glaube ich, 2014 einen Angriff auf ein junges Pärchen, was eben in der Nacht irgendwo gebadet hat. Und dann hat das Krokodil einen der beiden gebissen und ja, verletzt, aber nichts weiter, weil anscheinend war das eher eine Verwechslung. Und das Krokodil hat sich dann wieder zurückgezogen, als ich gemerkt habe, ja, schmeckt jetzt nicht so sehr. Aber in Mittelamerika kommt es insbesondere bei Kindern durchaus schon häufiger auch zu Angriffen, aber bei weitem nicht auf dem Niveau von den Dutzenden Angriffen oder teilweise sogar 100 Angriffen von Nilkrokodilen im speziellen Afrika. Also das ist ein ganz, ganz anderes Niveau. Diese Krokodile sind eher deutlich scheuer und sie sind tatsächlich auch gegenüber anderen Krokodilen, also speziell der großen anderen Krokodilarten in Amerika, ja, nicht besonders aggressiv. Die Kuba-Krokodile zum Beispiel sind eigentlich kleiner als sie, sind aber deutlich aggressiver und dominanter und verdrängen sie dann eher. Und das Gleiche auch bei den Mole-Krokodilen. Auch da ist es so, dass sie, ja, gegen die eigentlich, also da kommt es dann auch eher zum Verdrängen der Spitzkrokodile in diesem Bereich. Anders sieht es jedoch bei Kaimanen aus. Kaimane sind viel, 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 viel kleiner als die Krokodile. Und wenn wir jetzt mal auf Panama gucken und im Speziellen auch auf die Insel Isla San José, da ist es dann eben so, dass es auch nur eine Kaimanart gibt. Also auch das ist relativ leicht. Also auf der Insel selber kommt sie sehr wahrscheinlich eben nicht vor. Anders als Krokodile ist es so, dass Kaimane nicht besonders salzwasserresistent ist. Das heißt, die Spitzkrokodile, wie es ja auch hier tatsächlich geschehen ist, schwimmen eben nach San José und können dort selbst auf einer kleinen Insel eine gewisse Population aufbauen, aber allerdings das immer im Verbund eben auch mit anderen Krokodilpopulationen. Nur diese Insel alleine, die ist ja wirklich winzig, würde ihnen vermutlich nicht ausreichen. Ich hatte es ja schon erläutert, also da muss schon eine Vielzahl auch an Habitaten vorhanden sein, aber sie können einfach rüberschwimmen und die Perleninseln sind ja eh nicht weit von der Küste entfernt und von daher ist das jetzt nicht unbedingt das Problem. Also sie dort anzutreffen, ist jetzt auch keine so große Überraschung. Kaimane wird es sicherlich sehr, sehr wahrscheinlich auf der Insel nicht geben. Sie sind deutlich kleiner und eigentlich eine Unterfamilie der Alligatoren, auch eben deutlich gedrungener in der Gestalt. Und in diesem Fall lebt hier tatsächlich nur eine Kaimanart, das ist der Brillenkaiman. Auch nicht unbedingt die größte Kaimanart, wird aber auf Englisch auch Common Cayman genannt, also der gewöhnliche Kaiman, der mit dem größten Verbreitungsgebiet, also lebt fast im ganzen Bereich von, also im Nordbereich von Südamerika und eben auch in ganz Mittelamerika. Er ist viel, 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 viel kleiner als ein großes Spitzkrokodil, wie gesagt, da haben wir jetzt von bis 6 Metern gesprochen, 900 Kilo, das ist beim Kaiman überhaupt nicht der Fall, der wiegt im Zweifel vielleicht maximal mal 40, 50 Kilo und ist wirklich auch nur ja, 1-2 Meter lang. Also da können wir uns schon vorstellen, das ist eine ganz andere Gewichtsklasse und entsprechend ist es auch so, wenn viele Spitzkrokodile vorkommen in einem Gebiet, ist die Kaiman-Population deutlich geringer. Also da gibt es auf jeden Fall Prädationen von den großen Krokodilen auf die kleinen. Allerdings auch innerhalb der Spitzkrokodile ist es so, dass sie auch die Jungtiere von anderen, also einfach kleinere Spitzkrokodile auch fressen. Übrigens, das ist auch interessant, das ist aber bei Krokodilen auch ein Thema, dass sie eine relativ intensive Brutpflege auch haben. Also in dem Zeitraum, wo die Eier noch ausgebrütet werden, bewacht das Muttertier die Eier und wenn sie dann ausgebrütet sind, kommt es auch durchaus vor, dass die Weibchen die Jungtiere eben auch ins Maul aufnehmen und irgendwo hintragen. Das muss nicht immer der Fall sein, aber es gibt es auf jeden Fall. Dieses Phänomen und es kommt dann eben auch durchaus dazu, dass die Weibchen noch länger in diesem Gebiet auch bleiben bei den ausgebrüteten Jungtieren, um diese eben auch vor Prädation zu schützen, weil so ein ganz kleines Tier, ein ganz kleines Krokodil ist natürlich sehr anfällig für alle anderen Eidechsen, für verschiedene andere Fische und Vögel, die die natürlich wegfressen. Ja, und der Name Brillenkaiman kommt letztlich von dieser Hornplatte, die sie am Kopf eben haben. Das unterscheidet sie im Wesentlichen auch von einigen anderen Kaimanarten, die eben nicht aufweisen. Und ja, wie gesagt, spielt aber in Panama keine große Rolle, weil es gibt nur die, was fressen Kaimane. Ja, letztlich, wie gesagt, wie bei den allermeisten, relativ unspezifisch. Aber dadurch, dass sie eben so klein sind, eben kleinere Fische, vielleicht dann ganz kleine Säuger, kleine Vögel, eben das, was eben auch ins Maul passt. Nochmal zu den
berühmten Haiköpfen hier, waren das jetzt Krokodile? Ja, sehr unwahrscheinlich. Bei so kleinen Haien wäre es sehr wahrscheinlich so, dass sie sie einfach nur runterschlucken. Ich glaube auch nicht, dass das so aussehen würde, wenn ein Krokodil die getötet hätte. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es sieht für mich alles, das hatte ja Otto zum Beispiel auch schon gesagt, danach aus, dass da einfach Fischer diese Haie letztlich ja einfach wieder zurückgeschmissen haben, weil sie sie nicht gebraucht haben. Und das war's. Es gibt auch sehr, sehr viel illegalen Haifang in Panama. Das hat ja Robert McNimmer zum Beispiel gesagt. Also das scheint durchaus ein großes Problem zu sein. Und ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr habt schon einiges gelernt und es wird auf jeden Fall noch weiter sehr spannend. Es gibt da ja wirklich in Panama einige interessante Tiere, was ja auch daran liegt, ne, dass sich da Nord- und Südamerika so ein bisschen vernetzen, was die Tiervielfalt angeht. Und ich bin sehr gespannt, was sie da noch sehen. Ich habe schon gelesen, Aras gibt es ja zum Beispiel auch. Das wäre ja dann zum Beispiel auch nochmal eine Möglichkeit. Ich habe ja auch schon noch ein paar andere Fotos jetzt nochmal eingeblendet, was da für Tiere vielleicht unterwegs sind. Unter anderem ja auch sehr, sehr süße kleine Vertreter der Enteater, soweit ich mich erinnere, und der Ameisenfresser. Also auch da wird es dann vielleicht nochmal interessant. Mal gucken, wie wahrscheinlich das wird. Aber vor allem, was bei Haien und Meeressäugern abgeht, ist natürlich auch einiges. Und ja, ich mache aber auch wahrscheinlich auch mal ein Video allgemein dazu, welche fantastischen Tiere es noch in Kanada gibt. Unter anderem ja wirklich Jaguare und eben auch viele andere Vertreter der Katzen, auch viele kleine Katzen. Ocelots kennen wahrscheinlich noch die meisten, aber da gibt es eben noch viel, viel mehr. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.